Ja, hallo Freunde der spielenden Zunft. Ich nenne mich Exodia Black und würde mich gerne dieser Community von YouTube vorstellen. Das mache ich mit Darksiders 2 in einem New Game Plus, da ich eh schon nervös bin wie Hupe und mir nicht allzu viele Fauxpas passieren mögen. So dass ihr von dem Spiel gar nichts mehr mitkriegt, von lauter Lachen und Bauchkrämpfen, werde ich wirklich dieses New Game Plus anfangen und wir werden sehen, wie es läuft. Ich werde bestimmt einige Male runterfallen, failen und so weiter. Aber trotzdem haben wir bestimmt alle viel Spaß. Na dann, werden wir mal loslegen. Mit diesem New Game Plus. Bis später. Und nun das Intro. Hallo Freunde der spielenden Zunft. Ich möchte mich gerne vorstellen als Exodia Black und der Community der spielenden YouTuber und der Follower. Und das tue ich mit dem Spiel Darksiders 2 und schau mal, wie es so läuft und wie es so spielen lässt. Wie ihr seht, habe ich da schon einige Durchgänge durch, aber es ist nicht alles so, weil das Spiel ist unheimlich groß. Aber jetzt legen wir erstmal los mit dem ganzen Spiel. Schwierigkeit bleibt auf normal, Gamma ist hoch genug. Untertitel lasse ich an, weil sprechen okay, aber man liest auch vieles. Und deswegen lasse ich Untertitel an. Und nun schauen wir mal. Ein nettes Intro. Es gibt kein Leben ohne Ordnung. Gut, Böse, Finsternis, Licht. Es muss Gleichgewicht im Universum herrschen. So lautet der Erlass des Feurigen Rates, einer uralten Institution vom Schöpfer beauftragt, das Gewebe der Existenz selbst zu bewahren. Doch das Gewebe wurde gebrochen. Selbst jetzt schwelt die Erde im Ruin. Den Dämonenfürsten anheimgefallen und der Zerstörer formt unter seinen Auserwählten ein neues Reich. Man sagt, der Reiter Krieg habe die Apokalypse ausgelöst. Er sei zur Erde geritten und habe die Menschheit verdammt. Doch was ist mit den anderen Reitern, furchtlosen Durchsetzern des Willens des Rates? Was ist mit Wut, Streit und Tod? Um diese Namen zu kennen, bedarf es erst eines anderen, die Nephilim, ein verfluchtes Bündnis aus Engeln und Dämonen. Die Nephilim haben zahllose Reiche dem Schwert ausgesetzt und zu Asche verbrannt. Doch vier von ihnen wurden des Schlachtens müde und fürchteten, dass ihre Eroberung das Gleichgewicht gefährdet. Und es wurde ein Pakt geschlossen. Die vier würden dem Rat dienen und dafür unvorstellbare Macht erhalten. So entstanden die gefürchteten Reiter. Und ihre erste Aufgabe war, ihre eigenen Brüder aus der Schöpfung zu tilgen, die Nephilim auszulöschen, ihre Seelen zu vernichten. Richten wir nun unseren Blick auf den einen unter den Vieren. Nicht Krieg, der zu Füßen des Rates angekettet seine Unschuld beteuert, sondern jener, der mehr als alles andere seinen Bruder retten will. Er hat viele Namen. Brudermörder, Henker. Wir nennen ihn Tod. Übrigens, das eine uralte Institution. Um Kriegsfreiheit auszuhandeln, schwor Tod, die Menschheit zu retten. Doch er wusste nicht wie.
Und so ritt Tod los, in eisige Nebel, um den Hüter der Geheimnisse zu finden. Ja, wie ich schon sagte, eine uralte Institution. Das bin ich auch, weil mein Alter, darüber redet man nicht mehr. Ich bin keine 30 und keine 40, auch nicht 20. Aber ich bin hier durchgekommen durch meinen Sohn. Er ist auch ein Spieler. Und nur uns unterscheiden die Spiele. Aber ich finde Gefallen daran. Und ich habe auf YouTube geguckt und dieses Spiel entdeckt. Sorry, ich wurde gerade gestört, aber es ließ sich nicht vermeiden und deswegen musste ich unterbrechen. Ich habe das, wie gesagt, ich bin neu mit der ganzen Sache und nicht so richtig vertraut. Deswegen habe ich eine neue Aufnahmesession jetzt gestartet und mache einfach da weiter, wo ich stehen geblieben bin. Ja, wie gesagt, ich bin eigentlich ein Opa der zockenden Zunft und bin, wie gesagt, überhaupt nicht damit vertraut, dass ich dabei reden muss oder irgendwas anderes Leute unterhalten soll. Nicht soll, sondern möchte. Ich bin damit null vertraut. Deswegen seht mir nach, wenn ich einige, bestimmt viele Fehler mache. Nur spielen und Unterhaltung ist gar nicht so einfach. Man sitzt als Zuschauer, wenn man sich die Videos anguckt, davor und denkt, naja, die haben ja einen absolut leichten, lockeren Job da oder haben Spaß alle daran, das ist klar. Aber wie gesagt, es ist gar nicht so einfach, überhaupt sich zu konzentrieren auf das Spiel. Deswegen mache ich hier kein Blind oder irgendwas, um mich überhaupt mal daran zu gewöhnen. Ja. Ich kann nicht. Das ist der kann ich unmöglich Rap. Und ja, ich bin zu dem Spiel eigentlich so gekommen, dass ich auf YouTube, naja, viele Spiele geguckt habe. Ich habe wirklich Tage, Wochen verbracht, auf YouTube zu gucken, welches Spiel mir gefallen könnte, bei wem ich gucken könnte, wer für mich die Spiele am besten macht und ausreizt und mitsammeln. Da gab es einige und Stimmen. Ja, du stimmst auch nicht ganz. Deswegen versuche ich wirklich mal, vor allem wenn nichts passiert, euch zu unterhalten. Ja, die Geschichte ist eigentlich so, dass mir das gefallen hat und ich ein Geschenk bekommen habe. Und das von meinem Sohn. Ich spiele eigentlich wahnsinnig gerne Autorennspiele, so wie Gran Turismo und. Ich bin eigentlich gar nicht so ein Spieler hier. Ich habe damals angezockt oder gespielt, war meine erste PlayStation 1, die eigentlich jeder kennt. Und da habe ich wahnsinnig gerne Resident Evil drauf gespielt, wo ich auch alle Teile habe. Ich kann nicht. Und
nur hinterher mit der PlayStation 3. Hoppla. Dann habe ich mir die 2 geholt, dann die 3. Und mein letztes Spiel war eigentlich, Gran Turismo 5 und 6. Da seht ihr schon, dass ich eigentlich gar kein dieser Spieler bin mit diesen ganzen Knöpfen und ich musste mich echt da reinfuchsen. Und bei diesem Spiel war das eigentlich mit am einfachsten. Angefangen habe ich hier auf der PlayStation 3 Darksiders zu zocken. Und da fand ich das Spiel schon riesig. Absolut der Hammer. Jo, und dann habe ich hinterher irgendwann mal rausgekriegt, dass es da hier diese Definitive Edition gibt. Und ich habe mich immer gewundert, Mensch, wo haben die ganzen Sachen her? Und mit diesen Abgrundschmiede und die ganzen anderen Rüstungen, unmögliches, alles diese Sachen. Ich habe versucht, das Spiel perfekt zu spielen, aber es hat einfach nicht geklappt, dass ich irgendwie... Ja, dann habe ich mal nachgeguckt. Ja, entweder ich konnte mir das kaufen auf der PS3 und das hätte mich gekostet insgesamt, lass mich nicht lügen, um die 40 Euro. Das war es mir eigentlich nicht wert. Wo ich eh für das Spiel, jetzt haltet euch fest, 3,99 Euro bezahlt habe. Deswegen habe ich es mir auch eigentlich im Prinzip geholt, um überhaupt mal zu testen, ob ich überhaupt fähig bin, dieses Spiel überhaupt zu spielen. Jetzt habe ich einen Hänger, aber das passiert halt. Wie gesagt, ich bin echt nervös. Habe ich mir dieses Spiel geholt, habe es da auch auf einfache das erste Mal durchgezockt. Und ich muss euch sagen, ich habe mehr als 1000 Mal gefailt. Oh, ich war so frustriert und sauer. Aber nein, Kamerad. Hier bin ich. Komm ran hier auf den Meter. Ja, ja. Und schön das Köpfchen durchstecken. Jawohl, runter mit der Runkel. Ja, das ist so. Ich liebe es. Lebensfluch. Argur, der abgesetzte König, beschäftige sich mit vielen seltsamen und geheimnisvollen Wunderlichkeiten. Einer dieser Zeitvertreibe war die Erschaffung dieser tödlichen Waffe. Es bereitete Argul Freude, seine monströsen Würm, die Sense mit der Essenz, seinen eigenen Kraftquelle versetzen zu lassen. Den Leben berauben, kalten Wind des Abgrunds. Okay. Schauen wir mal, was das Ding kann. Wie gesagt, da war ich immer knatschig eigentlich. Das Lebensfluch. Naja. Rüsten wir die mal aus. Ich werde euch nach und nach, wie ihr seht, die Waffen hier vorstellen. Sämtliche Waffen. Und hier hinten habe ich kaum noch Platz, um zu sammeln. Aber wie ihr seht, ich werde einige Waffen verkaufen wieder. Aber nicht bevor ich sie euch mal kurz und schnell vorgestellt habe. Legen wir die mal an. Ich werde euch die Waffen auch nicht so präsentieren wie jetzt hier. Und ich habe herausgefunden, im Spiel gibt es eine Funktion, das sieht für mich viel geiler aus. Für mich, dass ich euch jede Waffe so vorstelle, weil man sie eigentlich alle so im Griff hat, im Blick. Ja, dann wollen wir mal weiter gucken. Wo geht's denn jetzt weiter? Hallo, da. Ja. Wie gesagt. Und ich war ein bisschen frustriert darüber, dass ich nicht das komplette Spiel habe. Und. Ja. Und dann...
mein Sohn Geburtstag gehabt. Und wir sind zusammen in die Stadt gegangen. Ja. Haben wir für ihn Geschenke gekauft. Dann waren wir auch bei einigen einschlägigen Geschäften, die ich jetzt nicht nennen möchte. Ich krieg noch kein Geld dafür. Ja. Und da sagte mein Sohn zu mir, ich gehe mal kurz nach hinten, Papa. Ist doch was in Ordnung. Und womit kam er wieder? Mit einer PS4. Aber das Schlimme daran ist, er kam nicht mit einer normalen PS4, sondern mit einer PS4 Pro, dass ich aufnehmen kann. Und mit dem Spiel Darksiders 2 Definitive Edition. Wow, habe ich mir gedacht. Jo, und dann sagte er, Papa, die ist für dich. Und dann war ich perplex. Und das ist eigentlich so eine schöne Geschichte, die musste ich erzählen. Weil er hat Geburtstag und beschenkt seinen alten Herrn. Oh, das ist doch was Fantastisches. Ja, und dann habe ich dieses Spiel mal zu Hause auch erst wieder auf einfach, weil die Normalstufe, die hat nichts mit der Normalstufe zu tun auf der PS3. Absolut nicht. Weil hier normal ist, naja, da schon apokalyptisch. Und hoppla, Moment, Sekunde. Jetzt bin ich außer der Welt. Gehst du wohl? Er will nicht runter, der Kamerad. Ja, jetzt bin ich wieder raus. Ich sag ja, ich bin wirklich nervös. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Na, Alter. Spring da dran, ey. Ja, und dann habe ich das hier auf einfach durchgespielt erstmal. Und habe gemerkt, hoppla. Auf einfach ist wirklich auf der PS3 normal und hier ist normal, also eine Stufe anders und echt heftiger. Daran musste ich mich auch erst gewöhnen, aber es hat einigermaßen geklappt und meine Verwunderung war, dass ich diese Sachen alle Qualen ohne Ende. Hüter der Geheimnisse. Ich brauche deine Hilfe. Ich habe dir schon einmal geholfen, Alter. Sieh mich jetzt an. Wie ich diesen Tag verfluche. Wie ich dich verfluche. Vorsicht, Krähenvater. Ich bin nicht hier, um dich von deinem Leid zu befreien. Noch nicht. Ich weiß, warum du hier bist. Dein Bruder, der mit Namen Krieg. Er ist vom feurigen Rat eingesperrt worden und erwartet sein Urteil. Für das Verdammen der Erde. Für die Auslöschung der Menschheit. Warum sollte ich mich um deinen Bruder scheren? Weil du die Wahrheit kennst. Deine Geheimnisse können ihn retten. Der Rat wird Krieg verurteilen. Ihn seiner Macht berauben und verrotten lassen. Um die Wahrheit zu verbergen. Meine Geheimnisse beweisen seine Unschuld nicht, Reiter. Nein. Aber sie können helfen, das Verbrechen ungeschehen zu machen. Die Menschheit wieder zurückbringen? Wahnsinn. Wenn das Wahnsinn ist, wer sonst sollte mir den Weg zeigen? Sollte es einen Weg geben, findest du ihn hier. Der Baum des Lebens. Lass mich durch. Noch nicht. Das, was du mir gabst, wirst du zurücknehmen. Für seine Geheimnisse wolltest du den Talisman behalten. Nein, die Stimmen, sie fluchen und bedrohen ohne Ende. Sie wollen zurückkehren. Du musst es zerstören. Ich
kann nicht. Du hast ihr Fleisch ausgelöscht. Warum bewachst du ihre Seelen? Öffne das Portal. Solange ich lebe, kommst du nicht durch. So sei es. Hier sind deine Brüder in ewiger Qual gefangen. Willst du dich ihnen anschließen? Und was ist mit Krieg? Willst du deinen Bruder töten, um dein wertvolles Gleichgewicht zu wahren? Er ist unschuldig. Bist du so sicher? So, ich bin auch nicht mit einem Profi-Equipment ausgerüstet, so wie, dass ich meine Stimmen... Nein. So, dass ich die... Nein. So ist brav. Jetzt trommel ich hier auf das Viereck rum. So ist brav. Schön weg. Jupp. Ja, und schön auf den... Nee, Kamerad. Hat er mich doch erwischt. So nicht. Nein. Wie gesagt, ich habe kein Profi-Equipment. Ich kann meine Stimme nicht nachvertonen oder irgendwas rausschneiden. Oder irgendwie aus irgendeiner welchen Art. Alles kommt ungefiltert, pur da rein. Und dafür möchte ich mich echt entschuldigen. Aber aller Anfang ist schwer. Deswegen habe ich mich auch für dieses Spiel entschieden. Weil ich da einigermaßen Bescheid weiß, wie ich das zu handhaben habe. Irgendwann habe ich ein neues Projekt bestimmt in Arbeit. Das ist God of War, der neue Teil. Ich habe ihn schon angespielt. Aber mit der Steuerung ist das für mich... Ich müsste 20 Finger haben. Meine Geheimnisse. Und weit bin ich da noch. Aber nicht deine. Nächsten Mal erzähle ich euch mehr und wir sehen uns. Bye bye, bis demnächst.